Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist die Tagesschau und das sind die Themen heute Sonntag. Ein Toter bei Flugshow. In Dittingen stoßen zwei Ultraleichtflugzeuge zusammen. Flucht aus Mazedonien. Tausende Menschen stranden im serbischen Niemandsland. Nicht zu fassen. In Uri und im Wallis bleibt Jagd nach Wölfen erfolglos. Hauchdünner Sieg. Usain Bolt bleibt der schnellste Mann der Welt. Und nächste Regenfront. Am Nachmittag wird es in der ganzen Schweiz nass. Es ist das, was Veranstalter von Flugshows am meisten fürchten. Ein Unglück. Und genau das ist heute Mittag bei den internationalen Flugtagen in Dittingen, Baselland, nahe der Grenze zu Frankreich, passiert. Die Show fand auf dem Flugfeld in Dittingen statt, nur unweit vom Dorfkern entfernt. Zwei Flugzeuge einer Dreierformation stießen in der Luft zusammen und stürzten ab. Dabei verlor einer der Piloten das Leben. Michael Keller. Auf diese Scheune mitten im Dorf, nur wenige Meter neben Wohnhäusern, stürzte eine der Maschinen ab. Der 50-jährige Pilot verstarb nach Behördenangaben noch auf der Unfallstelle. Die Kollision und der Absturz der beiden Flugzeuge fanden vor den Augen von hunderten Besuchern der Flugshow statt. Da ist gerade abend in das Schürli und es hat explosionsartig brennt. Und ich habe im anderen zugeschaut, wo noch gelandet ist, also vom Dorf aus eigentlich. Es hätte ja niemand mehr durchfahren können. Das zweite involvierte Flugzeug konnte seinen Notfallschirm öffnen und landete damit nur leicht beschädigt am Dorfrand. Der Pilot kam mit dem Schrecken davon. Das dritte Leichtflugzeug der deutschen Kunstflugstaffel Grasshoppers schließlich kehrte unbeschädigt auf das Flugfeld zurück. Die genaue Unfallursache ist bisher noch unklar. Mehrere nationale und kantonale Behörden sind mit den aufwendigen Ermittlungen beschäftigt. Die große Herausforderung ist, dass das Trümmerfeld quasi über das ganze Dorf Dittingen verteilt ist, dass die Einsatzkräfte den Spurenschutz und die Absicherung der Unfallstelle und den Eigenschutz gewährleisten müssen. Bereits vor 10 Jahren kam es bei den alle 2 Jahre stattfindenden Dittinger Flugtagen zu einem tödlichen Unfall. Das Organisationskomitee und die Ausrichtergemeinde überlegen sich nun, inwiefern die Flugtage auch in Zukunft stattfinden sollen. Wenn der Unfallbericht erstellt ist und publik ist, werden wir uns sicher im Verein damit beschäftigen, in erster Linie, und uns darum bemühen, ob wir den Flugtag wieder durchführen werden oder nicht. Und dann sicher auch in Absprache mit der Gemeinde. Die diesjährige Flugshow wurde unmittelbar nach dem tödlichen Unfall abgebrochen. Derzeit wird in der Schweiz viel über Flüchtlinge aus Eritrea diskutiert. Dabei geht vergessen, dass nach wie vor auch viele Menschen aus Sri Lanka Schutz suchen. Von Januar bis Ende Juli wurden 1006 neue Asylgesuche von Menschen aus Sri Lanka gestellt. Mehr Gesuche gab es nur aus Syrien und Eritrea. Im gleichen Zeitraum von Januar bis Juli mussten, wie die Zeitung Schweiz am Sonntag meldet, 23 Menschen aus Sri Lanka die Schweiz verlassen. Zwei von ihnen wurden sogenannt begleitet rückgeführt. Das empört Menschenrechtsorganisationen. Sri Lanka. Noch immer gibt es ungeklärte Fälle von Entführungen, die Menschenrechtsorganisationen dokumentieren. Yves Bowie von der Gesellschaft für bedrohte Völker kennt die Lage vor Ort und weiß, was Zurückgeschaffte zu befürchten haben. Sie müssen befürchten, dass sie verhaftet werden, gleich bei der Ankunft. Es gibt jede Woche werden wieder Tamilen gleich aus dem Ausland zurückkehren, verhaftet am Flughafen selbst. Dann müssen sie leider auch damit rechnen, dass wenn sie in ihre Dörfer zurückkehren, dass sie dann entführt werden. Es kommt auch immer noch zu Folterungen und sexuellen Übergriffen durch das Militär. Wie vor 2 Jahren, als 2 tamilische Asylbewerber nach ihrer Ausschaffung in Sri Lanka verhaftet und im Gefängnis gefoltert wurden. Ein interner Bericht sprach später von einer folgenschweren Fehleinschätzung der Risiken durch den Bund. Inzwischen hat das Staatssekretariat für Migration das sogenannte Risikoprofil für Sri Lanka angepasst. Wir stützen uns immer auf Berichte internationaler Organisationen, insbesondere des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge. Und wir prüfen eben bei jeder Wegweisung sehr sorgfältig im Einzelfall, ob dieser Person ein Risiko droht oder nicht. Der Regierungswechsel im Januar mit dem neuen Präsidenten Sirisena hat die Menschenrechtssituation aus Sicht der Gesellschaft für bedrohte Völker zwar etwas verbessert, doch bleibe noch viel zu tun.
Denn noch immer sei die Militarisierung im Norden und Osten des Landes, den vorwiegend tamilischen Gebieten, hoch. Noch immer gebe es politische Gefangene, Einschüchterung, Repression. Das Staatssekretariat für Migration gibt an, die Lage in Sri Lanka kontinuierlich und genau zu analysieren. Gestern Mazedonien, heute Serbien. Auf einem Feld im Süden Serbiens sitzen seit heute Morgen tausende Flüchtlinge fest. Sie sind aus Mazedonien eingereist, nachdem sie dort tagelang an der Grenze blockiert waren. Nun sind sie in Serbien und die serbischen Behörden sind überfordert. Der serbische Verteidigungsminister macht sich vor Ort ein Bild der Lage. Die Serben haben auf dem Feld beim Grenzübergang Preševo zwar ein paar Zelte aufgestellt, es sind aber viel zu wenige für die tausenden Flüchtlinge, die hier gestrandet sind. Die Versorgungslage ist prekär. Wir brauchen dringend mehr Trinkwasser. Unsere Vorräte in Preševo werden in einem oder zwei Tagen aufgebraucht sein. Wer immer kann, soll uns unbedingt so schnell wie möglich helfen. Die letzten Tage hatten die Flüchtlinge an der mazedonischen Grenze ausgeharrt. Zelte und Decken fehlten. Die Eltern waren zunehmend verzweifelt. Gestern Abend öffnen die mazedonischen Behörden die Grenze bei Gevgelija und transportieren die Menschen mit Sonderzügen und Bussen zum serbischen Grenzübergang Preševo. Und jetzt sitzen sie schon wieder fest in Niemandsland. Erneut banges Warten, bis die Reise Richtung Norden weitergeht. In die Ukraine, wo die Angst wächst, dass der Konflikt mit den Separatisten weiter eskaliert. Präsident Poroschenko trifft sich morgen mit Kanzlerin Merkel und Präsident Hollande. Poroschenko möchte, dass der Westen mehr Druck macht auf Russland. Poroschenko dürfte aber auch Kritik zu hören bekommen. Denn viele der versprochenen Reformen sind stecken geblieben. Insbesondere die Justizreform und der Kampf gegen Korruption. Das sorgt auch für Ärger im Volk, wie die Reportage von Christoph Franzen zeigt. Heute der Tag der Fahne, morgen der Tag der Unabhängigkeit. Voller Festlaune und Stolz zeigt sich die offizielle Ukraine, wie hier in der Kiewer Vorstadt Borispol. Aber sogar bei diesen Patrioten ist herauszuhören, dass vieles nicht zum Besten steht. Die Politiker haben viele Versprechen nicht gehalten. Die Korruption bekämpfen sie nur halbherzig. Und es gibt auch noch Defizite bei den Demokratisierungsprozessen. Noch weit härter ins Gericht mit Regierung und Parlament geht man hier auf dem Markt der Kleinstadt. Die Kosten für Gas und Elektrizität steigen und steigen. Das Leben ist teuer geworden. Der Lohn reicht fast nirgends mehr hin. Und unsere Mächtigen kümmern sich um ihre eigenen Geschäfte. Die Menschen sind ihnen egal. Die Wirtschaft in der Ukraine ist im Vergleich zum letzten Jahr um 15% eingebrochen. Der Staat muss massiv sparen, um die harten Auflagen der internationalen Geldgeber zu erfüllen. Zudem ist die Inflation hoch und der Krieg im Osten des Landes kostet mehrere Millionen Franken pro Tag. Die Umfragewerte vom Präsident und insbesondere der Regierung sind im Keller. Er verstehe den Unmut, sagt Valery Pekar, ein Unternehmer und Bürgeraktivist. In Parlament und Verwaltung sind noch viele Vertreter der alten Machtelite. Zwar hat die Regierung einige Positionen mit hoffnungsvollen Leuten besetzt, aber in den mittleren Verwaltungsschichten sind frühere Beamte geblieben und diese bremsen die Reformen. Die Gefahr von neuen Protestwellen sei aber noch gering. Für die meisten gelte, die Krise aussitzen und auf bessere Zeiten hoffen. In der libanesischen Hauptstadt Beirut stinkt es, und zwar gewaltig, und das seit Wochen. In den Straßen türmt sich der Müll, weil die größte Abfalldeponie des Landes überfüllt ist und deshalb geschlossen wurde. Bisher haben es die Verantwortlichen nicht geschafft, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Jetzt haben die Menschen in Beirut die Nase voll. Nicht nur vom Müll, sondern auch von der nicht funktionierenden Strom- und Wasserversorgung. Zu Tausenden haben sie gegen die Untätigkeit der Regierung protestiert. Dabei kam es zu Zusammenstößen, rund 35 Menschen wurden verletzt. Am Anfang ist die Demonstration noch friedlich. Doch dann kehrt die Lage. Die Sicherheitskräfte gehen mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummischrot gegen die Demonstranten vor. Wir sind hier, um zu demonstrieren. Es gibt keine Jobs, dafür Armut und Hunger. Wir haben keinen Strom und kein Wasser.
Aber während uns die Regierung zu Hause das Wasser abgestellt hat, spritzt sie uns hier mit Wasser an. Libanons Ministerpräsident Damem Salam hat heute Verständnis für die Demonstranten geäußert und er hat seinen Rücktritt angedroht, falls die Regierung die Probleme des Landes nicht in den Griff bekommt. Wir können nach den gestrigen Ereignissen nicht einfach so wegschauen und nichts tun. Jede Person muss sich ihrer Verantwortung stellen. Trotz dieser Ankündigung haben heute Demonstranten versucht, ins abgesperrte Zentrum von Beirut zu kommen. Dort wollen sie zelten, um den Druck auf die Regierung hochzuhalten. Für heute Abend sind zudem weitere Proteste angekündigt. In den USA. Ja, was ist denn nun, Mr. President? Das fragen sich derzeit viele Umweltschützer. Denn vor kurzem hat Barack Obama großmundig angekündigt, er werde sich mit aller Kraft gegen den Klimawandel stemmen. Und jetzt erlaubt Obama dem Ölkonzern Shell im Arktischen Meer in Alaska nach Öl zu bohren. Ausgerechnet dort und ausgerechnet nach Öl. Der Bericht unseres USA-Korrespondenten Peter Dückerli. Seit 2012 führt Shell im Arktischen Meer Probebohrungen durch. Aber anders als das Konzernvideo mit viel Sonnenschein und ruhigem Meer suggeriert, kämpft Shell mit Problemen. Ölplattformen und Schiffe liefen wegen schlechtem Wetter auf Grund. Die Bohrungen mussten gestoppt und verschoben werden. Robert Papp ist Präsident Obamas Repräsentant für die Arktis. Er erklärt, warum Shell jetzt definitiv bohren darf. Wir haben die Pläne von Shell überprüft. Sie haben Vorsichtsmaßnahmen für fast alles getroffen. Und sie wollen ja auch keine Fehler machen dort oben. Mit großen Protestaktionen bekämpft Greenpeace die Bohrungen. Als sich neulich ein Schiff von Shell in die Arktis aufmachte, versuchten sie es zu stoppen. Und jetzt fühlen sie sich von Präsident Obama hängen gelassen. Es ist zutiefst heuchlerisch, dass Präsident Obama die Bohrerlaubnis erteilt und fast gleichzeitig gibt er bekannt, schon bald Gemeinden in Alaska zu besuchen, die direkt vom Klimawandel betroffen sind. Und auch sonst immer wieder den Klimawandel als die größte Bedrohung zu bezeichnen. Umweltorganisationen warnen vor Unglücken wie demjenigen im Golf von Mexiko 2010. Der größten Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA oder dem Tankerunglück von Exxon Valdez vor der Küste Alaskas. Trotzdem sind die meisten Menschen in Alaska für die Bohrungen in der Arktik. Die Ölkonzerne arbeiten schon seit den 60er Jahren in Alaska. Sie sind unsere Nachbarn. Wir haben auf ihren Ölfeldern gearbeitet, auf ihren Plattformen gebohrt. Deshalb haben wir Vertrauen, dass sie es auch jetzt sehr gut machen werden. Und sie sind ja kontrolliert durch sehr strikte Regeln. Das Rennen um die Schätze der Arktis hat längst begonnen. Immer mehr Länder werden künftig in unberührten arktischen Gewässern Bohrtürme errichten. Und damit zum Sport, wo in der Königsdisziplin der Leichtathletik-WM der König nicht gestürzt werden konnte, wie man es Paddy Kellinger hätte vermuten können nach dem miesen Saisonstart von Usain Bolt. Ja, bei Usain Bolt weiß man halt einfach nie ganz genau, was ist Realität und was ist Show. Fakt ist, der Alte ist auch der neue Weltmeister über 100 Meter. Es ist der dritte WM-Titel in dieser Disziplin und die insgesamt neunte Goldmedaille an Weltmeisterschaften. Kein anderer Leichtathlet hat dies zuvor geschafft. Nein, zu verstecken brauchte sich Usain Bolt nicht, auch wenn der Jamaikaner zuletzt aufgrund von Verletzungen kaum Rennen bestritt. Sein Herausforderer hieß Justin Gatlin. Über die 100 Meter war der Amerikaner seit fast zwei Jahren ungeschlagen. Bolt auf Bahn 5, Gatlin auf Bahn 7. Der Amerikaner kam wie erwartet etwas besser aus den Startblöcken. Dann drehte aber der Jamaikaner auf. Usain Bolt siegte in 9,79, eine gute, wenn auch keine fantastische Zeit, aber eine Hundertstelsekunde schneller als die von Gatlin. Usain Bolt, lange nicht mehr so überlegen wie noch vor ein paar Jahren, aber halt immer noch der schnellste Mann der Welt. Die Britin Jessica Ennis Hill ist Weltmeisterin im Siebenkampf. Die Olympiasiegerin feiert nach ihrer Babypause mit 6.669 Punkten ein gelungenes Comeback. Die Schweizerin Caroline Agnew wurde 22. Valerie Regel gab bereits vor dem 800-Meter-Lauf auf. Der Thurgauer Karim Hussein verpasst über 400 Meter Hürden als Neunter der Halbfinals den Einzug in den Final der besten Acht.
Mit 48,59 Sekunden fehlen dem Europameister 500 Sekunden für die Finalqualifikation. Einem Protest der Schweizer Delegation, wonach der Kenianer Bett die Bahn verlassen haben soll, wurde nicht stattgegeben. In der Schweizer Fußballmeisterschaft reiste ein verunsichertes Ibe heute ins Wallis zum FC Sion. Aber entgegen aller Befürchtungen zeigten sich die Berner von ihrer guten Seite. Ibe war nicht unbedingt besser als Sion, aber ganz sicher effizienter. Ibe gewann auswärts mit 3:1. Das ohne Kredit ins Tourbillon angereiste Ibe gewinnt gegen Sion drei eminent wichtige Punkte. Der Führungstreffer für die Young Boys fällt aus dem Nichts. Sion-Torwart Andris Vanins unterläuft ein kapitaler Fehler. Ibe-Stürmer Yuya Kubo trifft in der 22. Minute zur überraschenden Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel korrigiert der FC Sion das Resultat. Moussa Konaté markiert nur 40 Sekunden nach der Pause das 1:1. Ibe aber hält eine Antwort bereit. Zuerst trifft González zum 1:2 und in der 77. Minute schließt Soleimani eine schöne Kombination zum 1:3 ab. Erster Verfolger vom FC Basel bleibt der Grasshopper Club aus Zürich. GC feierte im 6. Meisterschaftsspiel den 4. Sieg. 2:0 auswärts in St. Gallen. Die Grasshoppers gingen schon in der 2. Minute in Führung. Caio erzielte das 1:0. Und das war's dann im Prinzip auch schon. Die Grasshoppers kamen zu vielen weiteren Torchancen, von denen aber nur noch eine verwertet wurde durch Dabur in der 49. Minute. St. Gallen GC 0:2. Bei Thun gegen Vaduz gab vor allem eine Szene zu diskutieren. In der 27. Minute kam es zu diesem Handspiel von Vaduz-Verteidiger Grippo, aber außerhalb des Strafraumes. Trotzdem gab es Elfmeter. Frontino verwandelte sicher für die Gastgeber. Es war der einzige Treffer in diesem Spiel. Thun gewann gegen Vaduz knapp mit 1:0. Der FC Basel liegt ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. GC als erster Verfolger liegt schon 5 Punkte zurück. Aus Ibe-Sicht sieht die Fußballwelt auch wieder etwas besser aus. Weniger Freude hingegen an der aktuellen Tabellenlage werden der FC Zürich und das neue Schlusslicht Vaduz haben. Beim letzten Weltcuprennen der Mountainbiker gab es am Schluss den großen Schweizer Triumph. Sowohl Yolanda Neff bei den Frauen als auch Nino Schurter bei den Männern sichern sich den Sieg im Gesamtweltcup. Zwei Gesamtweltcup-Siege aus demselben Land gab es seit 1991 nie mehr. Nino Schurter krönt sich zum insgesamt 4. Mal zum Gesamtweltcup-Sieger. In dieser Saison war er nie schlechter als auf Rang 2 platziert. Yolanda Neff ist die erste Frau, die den Gesamtweltcup 2-mal in Serie gewinnt. Die St. Gallerin fuhr heute noch einmal stark und wurde Zweite. Nino Schurter distanzierte kurz vor dem Ziel Julia Absalon und sicherte sich den 3. Sieg in Serie. Lewis Hamilton gewinnt mit dem großen Preis von Belgien bereits sein 6. Rennen und baut die Führung in der Weltmeisterschaft weiter aus. Nico Rosberg als Zweiter vervollständigt den Mercedes-Doppelsieg. Ein Reifenplatzer in der zweitletzten Runde verhindert, dass Ferrari-Pilot Sebastian Vettel Dritter wird. Romain Grosjean erbt seinen Platz. Sauber-Pilot Marcus Ericsson holt seinem Team als 10. einen WM-Punkt. Zurzeit duelliert sich Roger Federer im Finale von Cincinnati mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Wir übertragen dieses Spiel live auf SRF 2. An dieser Stelle war es das von unserer Seite. Bitte sehr, Franz. Danke, Paddy. Der Jäger und der Wolf, so könnte man den nun folgenden Beitrag nennen, oder auch das Katz-und-Maus-Spiel. Wölfe haben diesen Sommer in den Alpen Dutzende Schafe gerissen. Die Beweisbilder sind unschön und machen die Schäfer wütend. Um dies zu verhindern, erlaubt der Bund, Wölfe abzuschießen, aber nur unter strikten Bedingungen. Erlaubt ist der Abschuss nur in jenen Gebieten, in denen der Wolf über 25 Schafe gerissen hat. Und schießen darf man nur während 60 Tagen. Diese 60-Tage-Frist läuft in Uri jetzt ab. Die Walliser haben noch ein bisschen mehr Zeit. Hätten mehr Zeit, muss man sagen, denn die Zeit läuft den Jägern davon. So wie auch der Wolf. Henriette Engbesen.
Der Walliser Wildhüter hat lange gesucht, doch der Wolf ist nicht hier, nicht dort, nicht mehr in dem Tal, wo man ihn schießen darf. Das Problem, 70 bis 100 Kilometer kann er täglich zurücklegen, das heißt, er ist wohl über alle Berge. Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir kommen immer einen Schritt zu spät. Der Wolf geht von einer Alp zur nächsten und ist dann nicht mehr im bewilligten Abschussgebiet. Gesucht hat man auch in Uri. Über 30 Schafe hat der Wolf gerissen. Die Abschussfrist ist nächste Woche um. Doch wir haben keine Spuren mehr gehabt vom Wolf und keine Sichtung. Keine Risse, überhaupt nichts. Spurlos verschwunden. Und jetzt einfach die Suchfrist verlängern? Nein, das ist laut Wolfsverordnung nicht erlaubt, erklärt man beim Bund. Also? Was müssen die Voraussetzungen sein, damit eine neue Abschussbewilligung erteilt wird? Wir gehen davon aus, dass dieser Wolf, der da war, abgewandert ist. Also hätten wir einen neuen Fall, den wir auch neu beurteilen. Da würde man schauen, wie ist die Herdenschutzsituation mittlerweile, wo ist das Streifgebiet dieses wahrscheinlich neuen Wolfes und wie viele Schafe wären am Boden. Also es müssen dann wiederum 25 Schafe in einem Monat oder 35 in den nächsten 4 Monaten sein. Kurz, die Fälle sind verjährt. Erst nach 25 neu gerissenen Schafen beginnt es von vorne. So sind die Spielregeln, so ist das Gesetz und an das müssen wir uns halten. Wie sinnvoll das genau ist, das hat man mal so entschieden und das will man so. Die Urner wollen nun Bilanz ziehen. Der Walliser Wildhüter hat seine Bilanz schon gezogen. Man müsste schneller reagieren. Sobald der Wolf erste Schafe reißt, dann hätten wir eine Chance. Sonst ist es wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Doch eine Änderung der Praxis ist nicht in Sicht. So zieht der Wildhüter von dannen zu einem weiteren Streifzug auf der Suche nach dem Wolf. Das waren die neuesten Nachrichten der Tagesschau und der Sportredaktion. Danke für Ihr Interesse. Weiterhin einen unterhaltsamen Abend und bis bald. Agnesi, die alte Leidenschaft und Qualität mit neuem Stil. Meteo mit Concordia, Ihrer Familienversicherung. Guten Abend und grüß euch miteinander. An diesem Wochenende hat das Wetter von allem etwas gebracht. Zuerst war es heiss, dann hat es viel Sonne gegeben, dicke Wolken heute und später dann auch Regen und der Föhn hat auch noch blost. Der Regen der hat aber vor allem im Süden etwas geschüttet und am Jura nachher, sonst ist es an vielen Orten noch trocken geblieben. Wir sehen auf dem Niederschlagsbild, dass es in den östlichen Regionen, wo der Föhn blost hat, ziemlich lang trocken war. Jetzt in den nächsten paar Stunden wird es schon noch weiter regnen, aber dann gibt es auch mal eine längere trockene Phase. Der Regen von heute hat zu einer Kalbfront gehört. Die Kalbfront ist schon weitergezogen, weiter Richtung Osten. Und jetzt dahinter eben vorübergehend mal die Nacht. Ein bisschen trockene Luft, wenig Wolken. Aber die nächste Front ist auch schon unterwegs, auch wieder eine Kalbfront. Und die bringt zum Glück, wenn man das von der Natur her sieht, schon wieder Regen. Also diese Nacht, da wird es zum Teil noch ein bisschen regnen und wir haben vor allem dicke Wolken, die isolieren ein bisschen. Jetzt in den letzten Morgen haben wir immer zum Teil die Temperatur im Norden um die 10 Grad gehabt, zum Teil sogar unter 10 Grad. Morgen wird es ein bisschen wärmer sein, die Temperaturen so zwischen 14 und 15 Grad. Auf der Alpen-Südseite hat es um die 17 Grad. Die neue Woche die fängt dann im Süden und am Jura nachher an mit Regen. Dort hat es schon von Anfang an viel Wolken, sonst gibt es noch ein bisschen Föhn. Und darum also trocken. Das Föhnfenster hält die dicksten Wolken noch fern. Erst so vom Mittag an schläft der Föhn ein. Und die Regenwolken ziehen von Westen Richtung Osten. Also spätestens gegen oben, wo es noch in den östlichsten Regionen anfängt zu regnen. Sobald dann der Regen im Osten nachkommt, wird es von Westen her schon freundlicher. Genferseegebiet, Neuenburgersee, Solothurn, kann dann sogar noch ein paar Aufhellungen geben am Oben. Am meisten Regen erwarten wir im Tessin, so zwischen Petrettatal und Versaccatal. Da kann es also bis am Dienstagmorgen 70 bis 120 mm Regen geben. Und das könnte natürlich auch ein bisschen zu viel sein. Von den Temperaturen her ist es morgen nicht mehr ganz so warm wie heute. Heute hat es ja zum Teil noch für einen Sommertag gelangt, für 25 Grad. Morgen haben wir den Höchstwert im Norden zwischen 20 und 22 Grad, im Süden auch mit vielen Wochen um die 20 Grad. Morgen bloß der Föhn noch einmal und sonst haben wir eben auch den Westwind, den man gut spürt. Vor allem Genfersee pfeift er im Mittel um die 25 km pro Stunde.
Der Regen zieht am Dienstag langsam weg. Aber das erste Mal hängt es am Dienstagmorgen noch. Es regnet noch in den östlichsten Regionen. Von West her ist es aber schon trocken, die Sonne kommt zurück. Und dann stellt sich das letzte August hoch ein. Und das bringt viel Sonnenschein und vor allem auch warme Luft. Mittwoch haben wir schon wieder Höchstwerte um die 6, 27 Grad. Und das ist noch nicht mit der Hitze. Im Gegenteil, es wird noch heißer. Donnerstag um die 29 Grad. Und Freitag ein Hitzetag im Norden, zum Teil über 30 Grad. Und das nächste Wochenende sieht auch noch mal heiß aus, 8, 29 Grad und dazu viel Sonnenschein. Der August zum Ende also noch mal richtig heiss. Schon Anfang August war es ja heiss. Wir haben einen heissen Sommer hinter uns. Und dann hat das Bundesamt für Umwelt ausgerufen, dass Gletscher schwitzen. Anfang August haben Gletscher, die grossen Aletschgletscher, Rhonegletscher, pro Tag 6 bis 8 cm an der Eisdecke verloren. Das war dann schon 1-2% der Gesamtmasse. Die genauen, exakten Daten kann man dann erst so im Oktober auswerten. Sehr wahrscheinlich gibt es nicht so ein riesiges Schwundjahr wie 2003 im Hitzesommer. Dann hat nämlich der Gletscher rund 5-6% an Masse verloren. Also nicht nur der Gletscher schwitzt, sondern auch mehr Werte schwitzen Ende August. Und ich wünsche euch jetzt morgen einen guten Wochenanfang. Adieu miteinander. Meteo mit Concordia.